Heute ist einfach schon der 11. Oktober. Okay, schauen wir mal nach. Und drunter ist eine 3-Minuten-Challenge. Ich sag euch eine Sache und die meine ich zu 100% ernst. Ich hasse. H-A-S-S-E. 3-Minuten-Challenges. Ich weiß, ihr liebt sie, aber ich hasse sie. Ich verrate euch nicht, was ich schminken werde, aber hier ist der Timer und auf 3, 2, 1 geht es los. Okay, ich mixe erstmal hier ein bisschen Weiß mit ein bisschen Grün und da kommt irgendwie nicht so richtig viel raus. Dann wird das Ganze hier ordentlich vermixt, denn ich brauche so ein relativ helles Grün. Ja, ich glaube, das sieht ganz gut aus. Okay, ich muss mich wirklich richtig beeilen, weil der Look ist ehrlich gesagt gar nicht so einfach. Und normalerweise bin ich echt schlecht in diesen 3-Minuten-Challenges. Okay, ich habe jetzt nur den Sponge, der eigentlich schon so ein bisschen dreckig ist. Ich habe mir doch gerade einen frischen zusammengelegt. Wo ist der? Okay, egal. Ja, ich muss es jetzt überall auf meinem Gesicht, voll an mein Auge und über meinen Pickel auftragen. Okay, wir haben jetzt schon die Hälfte der Zeit, glaube ich, oben. Okay, das wird wirklich, das wird so knapp. Ich sage euch ehrlich, keine einzige Prüfung in der Schule hat mich jemals so unter Druck gesetzt wie diese Challenges. Ich weiß, ihr liebt sie. Ich weiß, jedes Mal sagt ihr, mach mal wieder eine 3-Minuten-Challenge oder 1-Minute-Challenge, obwohl das ist wirklich ein richtiger Endgegner. Aber mich setzt es so unter Druck, denn man hat ja nur einen Versuch. Ist ja nicht so, dass ich hier 20 Mal anfange. Nein, ich probiere es wirklich beim ersten Mal. Okay, kurze Time-Ansage, Sinan. 1 Minute. Was? Das ist so arg. Okay, wisst ihr was? So, okay, noch verblenden. Also eigentlich ist ja das Grüne das wichtigste Part. Und ihr denkt bestimmt alle, ich werde eine Hexe. Aber nein, ich werde keine Hexe. Jetzt muss es... Oh, irgendwie habe ich ein richtiges Workout jetzt gemacht. Ich muss abpudern. Dafür habe ich hier Puder und hier einen Pinsel. Oh mein Gott, das ist so hart. Boah, okay. Kleine Notiz an euch. Bitte nicht reden, während ihr Puder aufträgt, weil man kann daran ersticken. Glaube ich zumindest. So, jetzt habe ich hier ein Eyeliner. Dafür werde ich meine Augenbrauen so ein bisschen aufmalen. Oh mein Gott, das ist schwarz. Ich dachte, es wäre ein brauner Eyeliner. Oh mein Gott, und man kommt ja richtig hardcore aus der Puste. Ich brauche eine kurze Pause. Wisst ihr, ich bin ein bisschen fett und deswegen... Ja, egal. Vielleicht merkt ihr, ich bin ein bisschen unter Stress und ein bisschen unter Zeitdruck. Das ist eine Katastrophe hier. Okay, okay. Wisst ihr was? Ich lasse jetzt einfach so. Ich probiere es später zu korrigieren, wenn noch Zeit ist. Ich habe ja auch keinen Spiegel. Das ist hier das nächste Problem. TikTok ist mein Spiegel. Ja, und TikTok ist kein guter Spiegel. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich hier rede. Okay, das muss ich zulassen. Ich mache jetzt erstmal hier so Narben. Zack, 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 zack. Wisst ihr, ich habe vor kurzem einen TikTok gesehen, wo ich richtig gehatet wurde, dass meine Looks immer schlechter werden. Was soll ich sagen? Stimmt halt anscheinend auch. Also das sieht ja wirklich katastrophal aus, aber egal, ich lasse mich davon nicht unterkriegen. So, jetzt kommt noch ein bisschen Weiß für die Reflexion. Vergisst einfach, was ich hier mache. Es sieht komisch aus. Lidschatten. Lidschatten wird es richten. Und ich habe natürlich kein... das ist kein Lidschattenpinsel. Ich kann... was ist denn das? Ich habe keinen sauberen Pinsel. Okay, wisst ihr was? Improvisation ist mein zweiter Name. Okay, eigentlich ist mein zweiter Name. Hey, die Zeitansage bitte. 10 Sekunden. Was? Nein, nein. 5. Nein. 4. 3. Au, mein Fuß. 2. 1. Fertig. Fertig. Und wer denkt ihr bin ich? Geht's deinem Fuß gut? Aua.